Ja, wunderschönen guten Abend zusammen. Wie ihr seht, bin ich mal wieder am Bodensee unterwegs. Heute aus Meersburg am Bundesbahnhafen. Und ich möchte heute versuchen, den Sonnenuntergang zu fotografieren aus einem ganz bestimmten Blickwinkel. Den Spot habe ich mir tatsächlich mal von einem sehr guten Freund abgeguckt, der früher viel mit mir unterwegs war. Grüße gehen raus, Sven. Danke dafür. Was ich mir von dem Spot verspreche, ist, dass ich heute Abend hier leicht vor Sonnenuntergang noch den Sonnenstern fotografieren kann, wie er so schön über dem Bundesbahnhafen ist, und natürlich einen atemberaubenden Sonnenuntergang heute Abend krieg. Ob mir das gelingt, werdet ihr sehen. Bleibt auf jeden Fall dran. Ja, Leute, in der Zwischenzeit habe ich aufgebaut. Ich habe den Hafen jetzt hier schön unten die Stufen mit reingenommen und die halbrunde Mauer von der Hafeneinfahrt hier. Fotografiere 30 Sekunden lang mit einem Verlauffilter ND8, Blende 18, ISO 100 und dem 14-35 von Canon. Ein Top-Objektiv für solche Aufnahmen. Die Bilder, die ich bisher schon aufgenommen habe, sind mega geworden. Ich glaube, euch werden sie auch gefallen. Also ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu dem Bild meint. Ich gucke mich jetzt in der Zwischenzeit mal um und werde noch mal eine andere Perspektive suchen, denn ich habe Besuch gekriegt und die wollen natürlich auch ran und wollen hier fotografieren. Also bis gleich. Ja, Leute, inzwischen kennt ihr mich ein bisschen und ich habe mich umgeschaut und habe noch eine weitere Perspektive gefunden, die ich eigentlich gar nicht schlecht finde. Klar, der Himmel gibt heute tatsächlich mal nicht so viel her, aber auch das muss man manchmal einfach haben, dass man nicht den perfekten Sonnenuntergang hat, sondern einfach nur einen geilen, strukturierten Himmel. Und den haben wir heute. Ich habe mir hier jetzt einen Steg gesucht, der in den Hafen reinführt und direkt auf die Hafeneinfahrt zuläuft. Das ist meine führende Linie. Ich fotografiere weiterhin mit 30 Sekunden, Blende 14, ISO 100 und immer noch mit dem Canon 14-35 auf 17 mm. Ich bin gespannt, was ihr zu den Bildern sagt. Ja, nachdem der Sonnenuntergang jetzt doch nochmal Fahrt aufgenommen hat und ein kleines bisschen rot den Himmel gefärbt hat, bin ich nochmal an den Ausgangspunkt zurückgegangen und habe doch nochmal die Perspektive gewählt. Es kamen dann hinten so richtig schöne Sonnenstrahlen hoch. Ich zeige euch das nachher in den Bildern. Ich bin gespannt, was er auch dazu sagt. Ich hoffe, euch gefällt es so wie mir. Ich fand es genial. Ich sag's immer wieder, geht einfach raus, auch wenn der Himmel nicht ganz so vielversprechend ist. Ihr habt es beim letzten Video gesehen. Ich bin mit null Einstellung rangegangen und habe gedacht, naja, gucken wir mal, was da so draus wird. Und es wurde gigantisch. Und auch heute ist es gar nicht so schlecht geworden, muss ich sagen. Und mir gefallen die Bilder auf jeden Fall auf dem Display schon mal sehr, sehr gut. Schauen wir nachher mal, wie sie aussehen, wenn sie bearbeitet sind. Thank you.
So, ich habe jetzt nochmal eine neue Perspektive gesucht. Ich bin die Mole ganz nach vorne gelaufen und habe die gegenüberliegende Mole, wo die Säule so schön draufsteht, freigestellt. Funktioniert echt super genial, muss ich sagen, so in der blauen Stunde. Das schlängelt sich so richtig wie eine Landzunge auf den See raus und sieht mega cool aus. Die Sonne geht auch noch so ein ganz kleines Stück unter. Ich bin bei einer Brennweite von 14 mm und also wechsel so zwischen 14 und 16 mm. Belichtungszeit 30 Sekunden, jetzt mittlerweile nur noch den Verlauffilter drauf, weil die Sonne doch noch ein ganz kleines bisschen da ist. ISO, immer noch ISO 100, eine Blende von 14. In dem Fall schauen wir mal, was draus geworden ist. Mir haben die Bilder auf dem Display schon mal richtig cool gefallen. Ich hoffe, euch auch. So, mittlerweile ist es dunkel geworden. Ich nehme jetzt hier noch ein bisschen Fotos auf vom Hafen. So richtig schöne Hafenstimmung mit kleinen Lichtsternen, wenn jetzt die Hafenlichter angegangen sind. Und versuche auch noch die Burg Meersburg mit drauf zu bringen. Die Bilder reiche ich euch natürlich jetzt auch gleich noch nach. Wenn euch das Video aber gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr kommentiert, dass ihr liked, dass ihr mir folgt und dass ihr mir treu bleibt, und verabschiede mich damit heute Abend von diesem Spot. Ich blende auch mal noch meinen Instagram-Account ein und meine Homepage. Vielleicht interessiert sich der ein oder andere ja, was ich sonst noch so mache. Schaut gerne mal vorbei und lasst es euch gut gehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich, euer Dennis.